Hey, was glaubt ihr, das ist Jay. Und das ist Aria. Und zusammen sind wir Legendary. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmgeek. Okay, Leute, heute haben wir ein absolutes Meisterwerk für euch. Wir wissen natürlich, dass Weihnachten noch echt weit entfernt ist, aber wir haben trotzdem jetzt schon einen absoluten Leckerbissen für euch, was Weihnachtsfilme betrifft. Wer es satt hat, zu Weihnachten immer wieder die gleichen Filme anzuschauen, wie zum Beispiel Kevin allein zu Hause, Charlie und die Schokoladenfabrik oder der Grinch, für den haben wir genau drei Buchstaben. KFC. Ihr habt's richtig gehört. Finger licking good. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was zur Hölle hat KFC mit einem Weihnachtsfilm zu tun? Und ihr hättet jedes Recht dazu. Wobei meine amerikanische Tante irgendwie immer zu Weihnachten KFC-Bucket mitgebracht hat. Ich weiß nicht warum, aber true story, ist wirklich passiert. Letztes Jahr hat der US-amerikanische Kabelsender Lifetime einen romantischen Kurzfilm gesponsert von KFC veröffentlicht. Und das in der Weihnachtszeit. Und der sorgfältig gewählte Name dieses Films lautet A Recipe for Seduction, was auf Deutsch ungefähr so viel heißt wie ein Rezept zum Verführen. Okay, das scheint auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt so fromm weihnachtlich. Aber der erste Blick kann trügen. Er kann auch genauso sein, wie man dachte. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Nee, aber jetzt ohne Spaß, bis auf ein einziges Merry Christmas in diesem Film gibt es eigentlich keine wirkliche Verbindung zu Weihnachten. Aber naja, alles zu seiner Zeit. Also macht euch nun bereit, greift eure Chicken Wings und Maiskolben, denn es geht los. Und nein, das war keine Werbung für KFC. Ihr könnt auch Chicken Wings von Edeka Kühlregal nehmen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Der Film beginnt mit diesem vorzüglich gedeckten Tisch, an dem diese vermeintlich adlige Familie zu Abend ist. Und wie ihr sehen könnt, nur die feinsten Spezialitäten. Fried Chicken. Was, wie gesagt, für mich gar nicht so seltsam ist, weil meine Tante immer Fried Chicken an Weihnachten dabei hat. Wir sehen nun, wie dieser Prince Charming-Verschnitt als erstes das Wort ergreift. The chicken is delicious, Bunny. Oh, please. We both know I can't cook like this. Okay, man verschwendet hier scheinbar keine Zeit. Straight to the point, KFC Chicken ist unglaublich lecker. Hier stellt sich nun heraus, dass es einen neuen, ominösen Hauskoch gibt, der anscheinend das unnormalste Chicken zubereitet. Das absolut leckerste Chicken, das diese Menschen jemals auf ihren Gaumen haben zergehen lassen dürfen. Doch wer könnte dieser Koch sein? Wir werden es noch herausfinden. Aber ums Chicken geht es hier scheinbar gar nicht. Denn Prince Charming aka Billy dachte sich, dieses Dinner mit diesem unglaublich schmackhaften Essen und den News bezüglich des neuen Kochs sind der perfekte Anlass, um seinem Girl Jessica einen Heiratsantrag zu machen. I am madly, wildly, certifiably, insanely in love with you. Would you do me the greatest honor? Oh my God. And marry me? Und Jessicas Reaktion ist mindestens genauso spicy wie die Hühnchen auf dem Teller. I'm sorry everyone, I need some time to think. Selbst ein Prince Charming verdient nicht so eine Abfuhr. Jessicas Mom hingegen ist alles andere als amused. Sie macht ihr regelrecht ein schlechtes Gewissen. Wie kannst du es wagen, Jessica? Du weißt, dass Billy Cash hat und wir sind broke. Warum sonst essen wir jeden verdammten Tag Kentucky Fried Chicken? Du musst ihn heiraten! Das war meine Interpretation der Mom. Ich finde, ich habe das ziemlich gut gemacht. Ihr seht also, ziemlich krasser Druck, der auf Jessica lastet. Aber dann kommt der Moment der Momente. Oh, I'm sorry to interrupt. Der neue, exzellente Koch kommt reingesteppt. Und guckt ihn euch an. It's Colonel Sanders himself. Nur in jung und muskulös und gespielt von Mario Lopez aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, warum die ihn genommen haben. Ich finde, wir sollten den KFC-Typen Colonel Sanders in unserem Film mitspielen lassen. Gute Idee. Ich habe auch schon den perfekten Typen, der ihn spielt. Wer denn? Mario Lopez. Du sprichst mir aus der Seele, mein Freund. Natürlich müssen wir Mario Lopez casten. Wen denn sonst? Auf jeden Fall ist Jessica ihrem Blick nach zu urteilen ziemlich angetan von unserem Colonel Sanders. Oh, Billy, pass bloß auf diesen Typen auf. Zu spät. Es kommt, wie es kommen musste. Auf einmal hängen die beiden nur noch zusammen rum und sind ein bisschen flirty unterwegs. Und Colonel Sanders erzählt Jessica von seiner geheimen Geheimformel. Das ist scheinbar auch sein größtes Geheimnis. Also ein bisschen strange, dass er sie ihr anvertraut, wenn man in Betracht zieht, dass die sich erst seit heute kennen. Hä? Was sagt uns das? Ganz genau, Leute. Colonel Sanders ist ein Simp. Das Problem ist, dass Billy für die ganze Sache gar nicht mal so viel Verständnis hat und wir fangen an, seine dunkle Seite zu sehen. Beat it, Crouton. Get back to the kitchen and let me and my fiancé Billy, talk. Stop. Jessica, you know we're meant to be together.
Don't turn this into the biggest mistake of your life. Damit die Sache aber noch spicier wird als Sandra's Hard Wings, schnüffelt Jessicas Mom auch noch in der ganzen Geschichte rum. Denn vergiss nicht, sie braucht Cash. Da sie ihre Tochter belauscht hat, snitcht sie Bill, dass Mr. KFC gerade zu Mr. Steal Your Girl wird. Der nichts ahnende Noob lacht zwar herablassend, aber Jessicas Mom überzeugt ihn, indem sie ihm verspricht, mit ihm ins Bett zu hüpfen, wenn er will. Das passiert halt wirklich. Was genau ist eigentlich der Flow bei diesen Leuten? Warum heiraten die nicht einfach? Wäre das nicht viel weniger kompliziert? Und vor allem, was hat deren Affäre mit der Glaubwürdigkeit von Jessicas sich anbahnende Affäre zu tun? Und zur absoluten Krönung erzählt sie Billy auch noch von dem geheimen Rezept von Sanders. Wie kannst du nur? Das bedeutet natürlich Showtime. Billy schnüffelt in der Küche rum, macht ein paar Schubladen auf und findet dann einen Zettel, wo ganz groß Geheimrezept draufsteht. Das ist das, was man auf Geheimrezepten halt draufschreibt. Geheimrezept. Ich meine, vielleicht hat diese Person eine Chance als Security-Chef oder sowas bei der CIA oder so. Aber ja, Sanders scheint ein absoluter Albert Einstein zu sein. Jessica scheint einen traumhaften Geschmack bei Männern zu haben. Aber wisst ihr, was mir gerade klar wird? Wenn Sanders Mr. Krabs ist, dann ist Billy der absolute Plankton. Nach der Geheimformel suchen, indem man an einem fremden Arbeitsplatz herumlungert? Einfach ein krasser Plankton-Move. Seine Taktiken muss er sich generell bei Plankton abgeguckt haben, denn Billy versucht Sanders zu verklickern, dass Jessica mittlerweile Ja zum Heiratsantrag gesagt hat. Obwohl das gar nicht stimmt. Bro, das nennt man Cockblock. You don't do that. Dann stellt er ihm einen Scheck über 500.000 Euro aus, nur um das Haus zu verlassen? Über 500.000 Dollar. Ich will ja deinen Tag nicht verderben, aber hast du vielleicht schon mal von dem Konzept gehört, jemanden zu entlassen? Kündigen, feuern, ab, push. Du arbeitest nicht mehr hier. Du kriegst kein Geld, auch keine 500.000. Warum denn auch? Ich bin doch nicht dumm. Hm? Ich meine, es sollte ihn eigentlich weniger kosten, aber vielleicht will er halt einfach bald so broke sein wie seine beiden Girls. In dem Falle geht das auf. Achso, und hier kommt unsere Erinnerung. Merry Christmas. Und dann wird die Sache ganz hektisch, weil Jessicas Mom erst Jessicas besten Freund Lee ohnmächtig schlägt, Jessica und Sanders sich dann das erste Mal küssen und daraufhin Jessicas Mom Sanders in der Rumpelkammer gefangen hält. Der Boy wollte einfach nur sein Chicken machen, sein Rezept ausprobieren und sein Leben leben. Und was passiert? Sie bestechen ihn, bedrohen ihn und berauben ihn seiner Freiheit. Der Boy hat's wirklich nicht einfach. Es scheint sich aber zu lohnen, denn die beiden Bösewichte sind ziemlich easy auszuschalten und am Ende heiratet Mr. KFC sein Girl und sie sind beide zusammen broke. Erst einmal denke ich, sein Chicken müsste ja eigentlich irgendwann ganz gutes Cash machen. Der Kurzfilm endet mit dieser Szene. I found them. Heißt das, wir können einen zweiten Teil erwarten? Im Endeffekt muss man die Frage stellen, warum? Warum KFC? Warum dieser Plot? Warum diese Combo? Wer hat nach diesem Film gefragt und wer hat ihn im Nachhinein gebraucht? Und diese oft leider, ihr könnt es euch nicht sagen. Wem dieses Filmmeisterwerk nicht genug war, für dem haben wir noch eine weitere Empfehlung. Ape vs. Monster. Vergesst Godzilla vs. Kong. Ape vs. Monster. Es ist genauso schlecht, wie es sich anhört. Hey. Okay, du hast recht. Oder ihr schaut bei unserer neuesten Podcast-Folge vorbei. Hier ist ein Clip. Ja. Es gibt noch so ein kühles, was auch im Kühlregal ist. Kinderpinguin? Genau. Ja. Wie heißt es? Kinderpinguin? Nein. Wir haben ein bisschen Audio, ein bisschen Video und zusammen. Gibt das einen Podcast? Nicht unbedingt. Aber auch nicht. Nicht unbedingt. Ganz genau. Und deswegen schaut da vorbei oder halt auch nicht. Ansonsten würde ich jetzt sagen, haut ihr Reason. Peace!